Hallo, mein Name ist Michael Apitz, ich bin Comiczeichner und Maler. Ich wohne im Rheingau und dort wurde die Spätlese entdeckt. Auf Schloss Johannesberg im 18. Jahrhundert musste immer ein Meldereiter vom Johannesberg nach Fulda reiten und beim Erzbischof die Erlaubnis zur Lese einholen. Im Jahre 1775 kam dieser Reiter genau 3 Wochen zu spät in den Rheingau. Die Trauben waren verfault, die wurden trotzdem gelesen von den Mönchen und der Wert der Edelfäule wurde entdeckt. Wir haben diesem unbekannten Meldereiter den Namen Karl gegeben und haben daraus eine Comicgeschichte gemacht. Der Patrick Kunkel, der Eberhard Kunkel und ich. Vor über 30 Jahren. Das ist sehr bekannt geworden. Die Figur Karl auch. Er entdeckt bei uns im Comic den Wert dieser Spätlese und damit den Qualitätsweinbau. Man merkt, manchmal ist es im Leben so, wer zu spät kommt, den belohnt das Leben. Zum Wohl.